Hallo zusammen, ich möchte heute mal über Betriebsblindheit, Idealismus und Utopie reden. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber passt im Prinzip ganz gut zusammen. Das sind verschiedene Dinge, die ich aufgeschnappt habe in den letzten Wochen und irgendwie fügt sich das dann zu einem Thema, wo jeder Begriff so ein bisschen reinpasst. Und ich möchte mal anfangen mit dem Idealismus und der Utopie. Da gab es ein schönes Beispiel, was ich gesehen habe, und zwar, wer in der Wüste sich verläuft, ja, und keine Richtung hat, also keinen Idealweg, keinen Idealismus in der Form, keine Utopie, dass er die Oase findet sozusagen, ja, der wird sich nach ein paar Tagen wieder am selben Ort wiederfinden, weil der im Prinzip im Kreis läuft. Und deswegen, das ist eine schöne Metapher dafür, dass wir da nicht ankommen müssen. Wo wir hinwollen unbedingt. Also es ist nicht das Ziel, dann ein idealistisches Weltbild zu haben oder einen Idealismus in seinem Beruf oder in seiner Art, wie man lebt, in seinem Weltbild zu haben und dann da nicht anzukommen. Das ist nicht das Ziel. Es ist das Ziel, eine Orientierung zu haben und auch eine Utopie im Kopf zu haben, wie es denn idealerweise sein könnte und sollte. Und wenn wir das von vornherein schon ablehnen, zu sagen, wir haben diesen Idealismus nicht, weil es bringt ja sowieso nichts. Oder eine Utopie, ach, das ist eine Utopie, das ist ja schon so ein Sprichwort. Das klappt doch sowieso nicht, hat doch sowieso keinen Sinn, macht sowieso keinen Unterschied. Dann werden wir von vornherein gescheit, dann wird unsere Entwicklung als Individuen und als Gesellschaft von vornherein zum Scheitern verurteilt sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und genau das geht auch so ein bisschen über in eine Art Betriebsblindheit. Betriebsblindheit meine ich jetzt nicht unbedingt auf den Beruf bezogen nur, sondern auch aufs Leben bezogen. Wir leben in unserem Alltagstrott und gewöhnen uns an gewisse Dinge, verlieren so ein bisschen diese Utopie und den Idealismus und stumpfen dann ab in unserem Leben und sehen die Besonderheiten, die schönen Dinge gar nicht mehr so richtig, sondern ja, sehen nur noch das Alltägliche. Und das sind Kinder ein wunderschönes Beispiel. Kinder sind im Moment, ja, die spielen im Moment. Die denken nicht an gestern, nicht an morgen. Die versinken völlig in ihrem Jetzt. Und das verlieren wir so mit der Zeit, weil wir immer mehr nach einem Automatismus funktionieren, weil wir Dinge durchdenken, wir gewöhnen uns an Dinge, wir konsumieren Meinungen anderer und wir kriegen schon eigentlich dann, als Kind fängt es schon an, dass man da konditioniert wird im Sinne von, schau mal, das etwas aus dir wird und das Leben ist kurz und beschissen wie eine Hühnerleiter und so weiter. Ja, also es wird schon hier, die Glaubenssätze werden schon eingepflanzt, die eigentlich überhaupt nicht unserem natürlichen Charakter entsprechen, unserer natürlichen Lebensweise. Und wenn wir mal ein Experiment wagen, also ich habe schon oft erlebt bei Menschen in meinem Umfeld, die sind eher zurückhaltend, unglücklich. Ja, man merkt, dass diese Menschen nicht aus sich rauskommen. Und dann ändert sich was im Leben oder eine Änderung ist quasi in trockenen Tüchern, wie zum Beispiel, dass diese Menschen aus dem Beruf rausgehen oder dass eine Beziehung endet. Und plötzlich nutzen sie die letzten Wochen oder Tage, die sie haben in diesem Beruf, den sie vorher eigentlich, in dem sie so zurückhaltend waren oder in der Beziehung, in der sie vorher so zurückhaltend waren. Und plötzlich erkennen sie das Wertvolle an diesen Dingen und plötzlich blühen sie auf, plötzlich sind sie in den letzten Wochen im Beruf lustig, sie kommen aus sich raus. Und davor Monate, jahrelang vielleicht sogar zurückhaltend. Also wir reden uns ein, wir würden Dinge nicht genießen können, wir würden nicht im Jetzt leben können. Es ist alles so blöd und der scheiß Job und die scheiß Beziehung und das scheiß Leben. In Wirklichkeit werden wir nur betriebsblind, ja, im Leben und im Beruf. Und wir dürfen uns wieder leisten, utopisch zu denken, idealistisch zu sein. Ja, nicht ideologisch, sondern idealistisch. Also ein Ideal zu haben, eine Idealvorstellung von wie man sein möchte. Man fängt oft mit einer Idealvorstellung an. Sowohl Kinder fangen damit an, denen wird es ausgetrieben. Ja? Die Erwachsenen in einem neuen Beruf, in einer neuen Beziehung, in einer neuen Stadt, wenn man umzieht, da fängt man sehr idealistisch an und dann geht das immer flöten. Und es ist eine Art spirituelle Praxis auch, dass das erhalten bleibt, dass eben
dieser Idealismus, diese Utopie nicht verloren geht. Und klar, wir werden wahrscheinlich, wenn wir ein utopisches Bild oder ein idealistisches Bild von dem haben, wie die Welt sein soll oder wie wir sein sollen, dann werden wir vielleicht nicht rein faktisch da ankommen. Aber wir müssen auch immer zwei Dinge beachten. Erstens, das Beispiel mit der Wüste. Wir würden einfach nur im Kreis laufen, wenn wir diese Vision nicht haben würden. Und zweitens, wir entwickeln uns, ja, wir entwickeln uns und unsere Vision ändern sich auch. Bloß wir müssen diese zulassen und wir müssen auch zulassen, dass wir dann auch Dinge ändern wollen, eine neue Vision haben oder einen neuen Idealismus. Das geht aber nur, wenn wir davor unseren ursprünglichen Idealismus ausleben und nicht aufgeben. Weil wenn wir den einmal aufgeben, dann haben wir auch die Chance nicht mehr, in einen neuen Idealismus oder eine neue Vision zu kreieren, die in Einklang ist mit unserer Entwicklung, mit unserem, ja, wie sagt man, unserem Seelenplan, so blöd es klingt, ja. Das ist ganz, ganz wichtig und wir sollten diese Dinge im Kopf behalten und wir sollten träumen und wir sollten utopisch denken. Wir sollten idealistische Menschen sein. Wir sollten immer denken, morgen ist es vorbei. Wie bei der Betriebsblindheit. Morgen ist es rum und dann genießt man Dinge ganz anders. Dann sieht man den Wert von Dingen plötzlich und ist locker, ist nicht mehr eingeschränkt, ist nicht mehr von Erwartungen abhängig. Plötzlich kann man sein, wer man ist. Und das merkt, vielleicht hat es jemand von euch auch schon gemerkt, bei Menschen, die mit einer Sache abgeschlossen haben und nur noch quasi ein paar Tage, Wochen, Monate irgendwie haben, wie diese plötzlich sich verändern, weil sie plötzlich sich von den Erwartungen freigemacht haben, plötzlich dieser ganze Druck, dieses ganze auch Erwartungen an sich selbst fallen gelassen haben, weil sie jetzt wissen, sie beginnen etwas Neues und plötzlich sind diese Menschen lebendig, ja, liebevoll, leidenschaftlich. Ja, so viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.